Ach so, ah, nee, ja, okay, wir sind in der Nachtschicht. Okay, wir sind in der Nachtschicht, da sind natürlich weniger Mitarbeiter, das war das Problem. Ich hatte jetzt gerade verpennt, dass wir wieder in der Nachtschicht sind. Können wir mit ihr jetzt irgendwie. Langzeit-EKG? Nein, das wollen wir nicht. Das wird gestillt. Gestillt, auch gut. So, Maike Schubert kollabiert. Ich glaube, sie ist einigermaßen wieder okay. Dann gehen wir mal zu der nächsten. Sie liegt schon auf der Intensivstation. Die hatten wir ja auch schon. Ah, schon wieder Herzversagen. Ich hoffe, dass wir hier in der Nachtschicht genug Ärzte jetzt haben. Ja, anscheinend schon. Schwäche, blasse Haut, okay. Ja, die Frage ist, bei ihr können wir gar keine Untersuchungen mehr machen. Bei ihr wurde anscheinend schon alles gemacht. Aber wir wissen ja, was sie hat. Sie hat aber sehr, sehr viele Symptome. Sie muss halt dringendstens diese OP bekommen. Aber anscheinend geht das nicht, bevor das hier durch ist. Deshalb muss sie da erstmal noch abwarten. Aber ich denke, wir haben sie ja auch schon auf Prio hochgesetzt für die Operation. Also ich denke, sobald die Behandlungen durch sind, die anderen, wird sie operiert. Deshalb können wir da nicht mehr viel machen. Schätze ich jetzt einfach mal. So, ansonsten ist die Nachtschicht, ja, wie gesagt, relativ ruhig. Wir sind wieder im Minus mit 20.000. Die Patientenzahlen und Versicherungszahlungen sind wieder normal. Schade. Können mal ganz kurz gucken. Wir hatten gerade irgendwie was mit 100% und so. Obwohl, die waren noch vorhin auch so, oder? Bin der Meinung, die waren vorher auch so. So, jetzt müssen wir halt nur darauf achten. Wir bekommen jetzt 67 Patienten pro Tag. So, und Maike Schubert schon wieder. What the fuck? Was ist denn mit ihr los? Sie will uns hier richtig triezen. Und die Saskia Stachelhaus auch noch. Und sie ist aber in der Kardiologie, Gott sei Dank. Wäre sie in der Intensiv, dann hätten wir, glaube ich, ein Pro. What? Was? Sie liegt hier. Was macht sie denn hier? Okay, warte mal. Code Blau. So, warte mal. Wer behandelt sie denn jetzt überhaupt? Das sind jetzt Kollegen aus der Intensivstation oder was? Ne, aus der Radiologie. Okay, sehr nett von der Radiologieabteilung. Okay, sie hat Arrhythmie. Beta-Blocker. Beta-Blocker. Und genau, das machen sie auf jeden Fall. Wir machen Aufnahme stationär. Warum geht das nicht? Ach so, ist bei einem Notfall nicht. Ach so, sie wird in die TC-Station eingewiesen. Okay, weil sie ja noch gar keine festgestellten Diagnosen hat. So, dann haben wir die nächste, die Andrea Peach. War das die nächste? Hatten wir nicht noch eine? So, Saskia Stachelhaus war die hier. Und dann hatten wir die Peach. Wo ist denn die Peach? Okay, was wird denn mit ihr? Oh, sie hat eine Fischkrankheit. Nicht schön. Tachykardie, okay. Das braucht sie auf jeden Fall. Machen wir auch auf jeden Fall Code Blau. Oh, Alter, diese Hagenmüller. Ne? Also jetzt wollen sie mich wirklich. Was ist denn mit ihr los? Ich hoffe, wir haben genug Ärzte in der Nachtschicht hier. Wenn nicht, müssen wir da tatsächlich. Maike Schubert ist gestorben. What the fuck? Ja, die hatte auch sehr. Aber warum? Lag es jetzt daran, dass wir zu wenig Ärzte hatten? Da waren noch Ärzte. Was ist passiert? Ich verstehe es nicht. Sende die Leiche zum Bestattungsdienst. Jo, wir haben noch keine Pathologie. Okay, ich verstehe es nicht, warum die jetzt auch gestorben ist. Oh, ich habe so geprahlt, dass wir keine Leiche mehr haben hier im Krankenhaus. Leiche klingt auch sehr nett. Achso, hier gibt es diesen Verfolgenbanden. Okay, jetzt habe ich es auch. So, was ist mit der hier los? Code Blau auf jeden Fall. Okay, sie muss erstmal. Ja, wir können halt leider keine Untersuchung in der Nachtschicht machen. Ne? Das ist natürlich nicht so geil. Ein CT können wir machen. Die Blutuntersuchungen werden gemacht. Und ich hoffe, sie überlebt bis zur Tagschicht, dass wir dann weitere Untersuchungen machen können. Und wir kriegen Notfallpatienten gleich. What the fuck? Also ich glaube, in der Nachtschicht müssen wir hier ein bisschen aufstocken. Hier 1, 2. Okay, die sind noch frei, aber ich glaube, wir sollten hier in der Nachtschicht tatsächlich noch einen Arzt einstellen. Ja, das machen wir auch. Vielleicht nicht den teuersten. Nehmen wir, weißt du was, wir nehmen einfach mal die günstige. Allgemeinmedizin, ja, obwohl. Ah, nehmen wir die hier. Die hier ist ganz gut. Die hat zwar vier Perks, ne? What the fuck?
Und dann auf jeden Fall noch ein Pfleger oder eine Pflegerin. Fleißiger Mitarbeiter, sehr gut. Sehr gut, dann hoffe ich, dass das einigermaßen hinhaut jetzt. Ist natürlich doof, wir haben jetzt sehr, sehr viele gekündigt. Es hat uns eigentlich viel Kosten erspart. Jetzt stellen wir wieder einigermaßen ein, aber mal gucken, ob sich das dann irgendwie lohnt. So, mal gucken, wann. Okay, Lisa Hagenmüller kollabiert schon wieder. Irgendwas ist mit ihr. Wir können halt leider keine Untersuchung durchführen, ne? Das ist das Problem. Sie ist Gamerin. Nein, ruht sie Spieler schneller aus, okay. Okay. Wir haben hier einen Notfallpatienten. Wir haben ziemlich viele Patienten, ne? Ich hoffe, der eine Arzt kommt damit klar. Wir haben ja nur einen Arzt aktuell in der Nachtschicht. Bis jetzt kam aber noch keine. Okay, Lisa Hagenmüller ist auch. Drei Patienten jetzt innerhalb einer Session. Kann doch nicht wahr sein. Ich zocke hier gerade eine halbe Stunde und dann sowas. Okay, ja. Ja gut, in der Chirurgie ist auch keiner. In der Chirurgie haben wir keinen Arzt. Oder? Doch, nein. Haben wir. Okay. Der braucht hier Kardiodiagnostik oder was? Was muss er denn machen? Auf wen wartet er denn? Ach so, auf den hier oder was? Was muss er denn machen? Pankreatitis hat der. Antibiotika intravenös braucht er. Hier, zack, behandeln. Stationäre Aufnahme. So, bitteschön. Was ist das Problem? Der braucht hier nicht mit einem Arzt sprechen. So, wo ist denn hier unser Notfall? Ah, der ist noch nicht da, der Krankenwagen. Der ist erst losgefahren. Nee, der ist doch wieder gekommen. Ah, oder ist er wieder losgefahren? Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Warte mal, ich bin eine Etage zu hoch. nee, hier ist niemand im Traumazentrum. Nur die. Die hatten wir ja, das war glaube ich die Stachelhaus. Genau, Stachelhaus. Ich hoffe, die ist soweit stabil. So, das Stachelhaus wartet ein bisschen zu lange gerade. Die Angiografie, ja gut, wir haben Nachtschicht. Die Angiografie ist in der Nachtschicht nicht besetzt. Tut mir leid. Musste warten. Jetzt ist es aber soweit. In der Tagschicht. So. Wir sind wieder im Minus. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir in dieser Schicht jetzt sogar wieder ein bisschen das Plus sehen im Dollarbetrag. Ja, ist dieser Krankenwagen nicht irgendwo hingefahren? Habe ich jetzt einen Notfallpatienten übersehen? Ich weiß es nicht. Die werden wir auf jeden Fall noch nutzen. Sobald wir mehr Krankenwagen gekauft haben. So, was ist denn mit dem Herrn, der lange gewartet hat? Der müsste doch jetzt eigentlich schon in der Station eingewiesen worden sein. Transport zu untersuchen. Ja gut, also ich weiß nicht, warum der da gewartet hat im Warteraum. Keine Ahnung. Also die Tagschicht verläuft, bin ich der Meinung, relativ gut. Na, wir sind jetzt hier mittlerweile. Ja, okay, ich sag lieber nichts mehr nächstes Mal. Wir haben hier die Helen Fischer, das ist eine neue. Also eine neue, also die hatten wir jetzt noch nicht. Ischämische Herzerkrankung mit Herzfehler, okay? Sie braucht auf jeden Fall eine Herzoperation. Die können wir nicht durchführen. Wieso? Können nur in spezialisierten Abteilungen. Okay, die müssen. Ah, sie ist im Traumazentrum. Ah, okay, die müssen wir wahrscheinlich. Können wir die jetzt schon? Geht nicht. Geht nicht. Wahrscheinlich, weil sie gerade kollabiert. Dann bitte erstmal. Ja, Infusion. Kriegt sie auf jeden Fall gleich. Ja, hier, sie hat drei versteckte Symptome, ne? Was könnten die. Wollen wir mal ein Langzeit-EKG? Wir machen mal ein Langzeit-EKG. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Vielleicht können wir damit so ein paar Symptome aufdecken. Leonie Schmidt ist die nächste Patientin, die uns hier kollabiert. Dehydration. Okay, die ist wahrscheinlich schon durstig zu uns ins Krankenhaus gekommen. Sie muss auf jeden Fall ins Traumazentrum erstmal.
Code Blau auf jeden Fall. Und ja, Befragung. Wo ist sie denn? Ah, sie liegt hier hinterm Schreibtisch oder was? Ach nee, da liegt sie. Ach so, ich habe sie gerade. Ach hier, ah, hier hinter dem Regal liegt sie. Okay, das habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Ja, bleibt mal alle sitzen, wir machen das schon. Kein Problem. Ja, gut, was machen wir denn mit ihr? Kardiologie, okay, sie muss auf jeden Fall in die Kardiologie. Sie muss auf jeden Fall in die Kardiologie. Wobei sie hat sehr, sehr viele mögliche Symptome, ne? What the fuck, okay. Okay, sorry, doch nicht nur Kardiologie. Ich glaube, da macht so eine Differentialdiagnose Sinn. Das können wir aber hier komischerweise nicht machen. Wir weisen mal einen anderen Arzt zu. Ich glaube, er kann eine Differentialdiagnose machen. Vielleicht kann der Kerl hier keine machen. So, wo ist die Patientin jetzt? Nein, er kann auch keine, oder was? Gehen wir mal wieder hier zu dem Arzt. Warum können wir keine Differentialdiagnose machen? Dann machen wir einfach erstmal abdominales Abtasten und körperliche Untersuchung. Alles, was halt relativ schnell geht, um vielleicht einen Großteil der Symptome schon mal so ein bisschen auszugrenzen. Wir bleiben auf jeden Fall bei der Leonie Schmidt dran. War das jetzt Leonie Schmidt? Die auch. Ja, das war sie. Und wir haben schon ein bisschen was ausgegrenzt, sind aber immer noch 40 mögliche Diagnosen. Das heißt, wir machen jetzt hier einfach nochmal. Nein, 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 nein. Ein Pricktest. Alexandra Teisinger wird auch. Ach du Scheiße, okay. Wow, Alter, die gibt uns 4000. Die müssen wir auf jeden Fall behandeln. Die müssen wir hier auf jeden Fall. Bluttransfusion kriegt sie. Und dann machen wir bei ihr mal diese Untersuchung. Ich glaube, diese Fast soll eine sehr gute sein. So, was ist mit der Leonie Schmidt? Okay, Marco Osterloh. Falsche Diagnose. Kümmern uns erstmal aber um die hier. Okay, wir haben Leonie Schmidt auf jeden Fall schon mal eine Diagnose gestellt. Sie hat die. Ja, ich kann es natürlich wieder nicht aussprechen. Wie geht denn das? Antibiotika, okay. Antibiotika und dann sollte das mit der durch sein. Ist ja nichts Wildes anscheinend. Ich glaube, die ist hier eher wilder. Die hat vier Symptome auf jeden Fall noch, die wir aufdecken müssen irgendwie. Die Frage ist wie? Differentialdiagnose macht keinen Sinn. Wir wissen ja, was sie hat. Sie braucht auf jeden Fall eine abdominale OP. Warum können wir das nicht machen? Sie wartet auf einen freien OP-Saal. Können wir sie hier priorisieren? Ja. Priorität hoch auf jeden Fall. Und ja, irgendwie müssen wir mal gucken. Was könnten wir denn machen? Körperliche Untersuchung, alles durch körperliche Untersuchung rausgefunden. Dann machen wir hier einfach mal hier so eine. Wir machen einfach mal die Untersuchung. Vielleicht können sie das in der Intensivstation gleich machen. Hoffentlich. Okay, Ulrike Helfenritter. Helft ihr doch mal. Da müssen helfende Ritter ran jetzt bei der Ulrike Helfenritter. So, sie ist auch wahrscheinlich erst gerade angekommen. Abdominale Schmerzen und Diarrhöhe. Diarrhöhe. Ach du Scheiße. Okay. Erstmal auf jeden Fall Aufnahme CT. Das passt soweit. Abdominale OP. Okay, wahrscheinlich. Wahrscheinlich macht hier eher dann so abdominales Abtasten schon mal Sinn. Sie muss mit Sicherheit in die Chirurgie, vermute ich jetzt einfach mal. Wieso liegt sie da noch? Ah, ne, sie ist schon da, okay. Wir haben Gott sei Dank genug Ärzte. Und wir sind im Plus, sehr, sehr geil. Wir können theoretisch was bauen. für kurz. Okay, der Krankenwagen ist da. Wir haben hier auf jeden Fall einen neuen Notfallpatienten. So, kommen da mal welche und holen ihn ab. Müssen eigentlich jetzt Pfleger auch frei sein, um ihn abzuholen, oder ja, ne? Ja, genau, da kommt schon jemand. Das ist aber eine aus dem Krankenwagen. Die holt nur eine Liege. Macht es vielleicht Sinn, eine Liege hier vorne? Was? Ach so, sie wurde schon. Ah, ist das dieser Kerl hier, David Schneider? Der wurde gerade eingewiesen, oder? Leonie Schmidt, lange Wartezeiten. In der Neurologie. Haben wir in der Neurologie keine Betten, oder was? Schauen wir uns doch gleich mal an.
Tatsächlich, wir haben einen. Ah, die Neurologie ist full. What the fuck? Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall noch. Aber das sind doch. Ach, das sind Normalstationen, das sind Überwachungsstationen. Okay, das heißt, wir müssen in der Neurologie auf jeden Fall noch Betten hinbauen. Die Frage ist jetzt. Ich glaube, ich würde das folgendermaßen machen. Ich würde hier was rauslöschen. Ach Mann, ich will auch hier einfach nur was rauslöschen. Hier wahrscheinlich, ne? Nein. Hier bin ich der Meinung, kann man was rauslöschen. Hä? Wie? Ach Mensch, das ist doch ätzend. Wände und Objekte abreißen. So. Ah, okay. Wieso kann ich diesen Stuhl. Ach so, wahrscheinlich, weil die genutzt werden, die Stühle. Kann das sein? Ja, tolle Wurst. Ich hätte hier gerne noch ein Bett hingebaut. Das heißt, die müssen hier erstmal weg. Können die da mal bitte weggehen? Jawohl. Jawohl, einmal kurz abhauen, bitte. So, das weg, das weg, das weg. Und dann bauen wir hier auf jeden Fall für die Neurologie noch ein weiteres Krankenbett hin. Da picken wir uns mal das hier raus. Naja, das eigentlich nicht. Das hier wollte ich haben. So. Dann picken wir uns einmal. Ach Mensch, das mit diesem Pipettentool ist auch ein bisschen merkwürdig. Einmal das. Und er braucht auf jeden Fall einen Nachttisch. Zack, ich glaube, mehr braucht er nicht. So, dann haben wir hier auf jeden Fall ein Bett frei für die Kollegin hier. Einweisung. Ach, die muss in die. Was? Stationäre Aufnahme. Was? Es gibt keine freien Betten für stationäre Aufnahme. Klar. Bin doch in der Neurologie. Hier ist doch jetzt ein Bett frei. Ah, okay. Ah, sorry. Okay. Wurde schon automatisch gemacht. Sorry. So, Alexandra Theisinger kollabiert weiterhin. So, also wir sind hier, kommen hier gar nicht zum irgendwie schauen, was man noch bauen könnte. Wir sind hier nur mit kollabierenden Patienten unterwegs. Das ist doch der Wahnsinn. Das ist nicht möglich. So, was hat sie denn hier? Übelkeit, abdominale. Ja, warum ist das hier ausgegraut? Musste zu lange warten und ist gegangen. Wir haben doch freie OP-Säle. Hier, die ist sogar Prio hoch. Müssen wir jetzt warten, bis sie krepiert oder was? Ich würde sie gerne behandeln. Sie gibt uns 4000. Das müssen wir ausnutzen. What the fuck? Hypovolemischer Schock. Okay, Bluttransfusion kriegt sie gerade. Und eine körperliche Untersuchung. Hatten wir das rausgefunden? Wollen wir. Wir machen mal hier so eine Blutdruckmessung einfach nochmal. Gucken, ob wir dann vielleicht noch ein Symptom aufdecken könnten. Ich weiß es nicht. Es wäre natürlich ganz cool, aber. Ja, es ist schon. Schon irgendwie doof, dass man hier einiges nicht machen kann an Untersuchungen.